So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WRC4. Wieder mit mir, dem Manuel, und ja, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir das neue Team vom ATSM Rally Team bekommen haben für den Rally für den Ford Fiesta R2. Immer noch für die Junior WRC. Und ja, letztes Mal sind wir stehen geblieben bei der Rally Spanien. Vor jeder Rally teilst dir dein Manager mit, welchen Konkurrenten du am Rennwochenende schlagen musst. Wenn dir das gelingt, steigt dein Ruf umso schneller. Genau. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, haben die Rallye Deutschland absolviert. Und heute geht es in die Rallye Spanien. Starten wir. So, direkt mal vorweg. Ich habe an den Audio-Einstellungen ein bisschen rumgespielt, also die Ingame-Sounds ein bisschen leise gemacht, damit ich die Stimme wieder mit Fraps aufnehmen kann. Ich nehme die Stimme jetzt wieder mit Fraps auf, weil ich habe es letztes Mal nicht hingekriegt, dass ich die Audiospur und die Ingame-Spur synchron gebracht habe. Deshalb probiere ich es mal so. Wenn es in die Hose geht, dann muss ich mir eine andere Lösung suchen. Aber gut. Ich würde sagen, wie gesagt, wie immer lassen wir die Einstellungen so und Rennen beginnen. Also ich werde jetzt einen Part aufnehmen und danach mal gucken, wie es ausschaut oder wie es tönt. Ob es gut klingt, ob man sich antun kann oder ob es nicht wird. Okay, los geht's mit unserem Rallye-Auto, R2 Fiesta. Los geht's! So, wir sind gestartet in die Rallye Spanien. Eine meiner Lieblings-Etappen, muss ich gestehen, habe ich letztes Mal schon gesagt. Es liegt mir einfach am besten, habe ich so das Gefühl, ich kann es am flüssigsten durchfahren und ich mache am wenigsten kaputt am Auto, glaube ich, hier in Spanien. Es liegt mir wirklich ziemlich gut, die Strecke, also mit den Wagen auf jeden Fall. Wie es dann nachher mit den höheren Klassen ausschaut, weiß ich nicht, aber da hat man wieder schön gesehen, wie diese Wagen über die Vorderachsen schiebt. Haben wir vorhin gesehen, ich bin schön rausgetrieben worden, obwohl ich voll eingelenkt habe. Und ja. Mauer innen, das, die ist schon länger da. Sind meine Bremsen angeschlagen. So viel zum Thema, ich mache hier am wenigsten kaputt. Aber die Haarnadeln gefahren mir hier so an der Strecke und wir liegen trotzdem Hänger nach vorne. Oh, au. Das war zu schnell. Komm, Alter, schiebt der über die Vorderachsen. Das ist nicht mehr normal. Abstand wie gehabt. Hat sich nicht vergrößert. Aber auch nicht verkleinert. Oder nur minimal. Das hinten war eine Kurve, die ich ziemlich unübersichtlich finde. Man sieht die erst ziemlich spät. Das mit den späteren, mit den schnelleren Autos könnte es da zu fatalen Crashs kommen. Genauso wie die hier. Ist so unwahrscheinlich. Kommt hier einfach eine Kurve reingepflanzt. Ja, wir haben ein bisschen abgegeben an Zeit.
Aber das wird schon, denke ich. Wir müssen ja bloß Vierter werden eigentlich. Und diesem Auto fehlt es an Power. Er ist zwar schneller als der letzte, den wir gefahren sind. Hat mehr Power, aber... es reicht noch nicht. Da haben meine verschlafenen Augen bereits das Ziel erspäht. So, komm. Wird das reichen? Jawohl, es hat gepasst. Wir haben noch ordentlich was rausgeholt an der letzten Stage. Am letzten Abschnitt. 2 Sekunden sind wir im Vorsprung. Es läuft. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die Einstellungen haben, die Schwierigkeitseinstellungen. Können wir nachher mal gucken. Ja, ich war der bessere Fahrer, das hast du richtig gesehen, Tiedemann. Tiedemann mit D am Schluss. Sieht schon ein bisschen verbeult aus. So, und go. Bremsen sind angeschlagen und die Karosserie natürlich. Also bleibt jetzt ein bisschen die Bremsleistung auf der Strecke. Handbremse, alles klar. Bremsleistung bleibt so jetzt ein bisschen auf der Strecke. Aber wer bremst, verliert. Nee, ich merke den Unterschied nicht wirklich groß. Also die Bremsen ziehen trotzdem noch gut. Ja. Aua. Sind wir nochmal eingeschlagen. Der Wagen schiebt an über die Vorderachse. Das stört mich übelst. Ich sag schon zum 10.000. Mal, ich weiß es. Aber guck mal hier. Voll eingelenkt. Und kaum geht man vom Gas, zieht er sich wieder rein. Da freue ich mich dann wirklich auf die Allradfahrzeuge. Aber ich werde euch noch die WRC 3 zeigen. Ist ja eine Stufe über der Junior WRC. Mit den Citroëns, glaube ich. DS3, nicht die... Ja, jetzt ist die Lenkung und... ja, jetzt ist alles im Arsch. Können wir nochmal zurückspulen? Da war der Einschlag. Ja, so geht's. Der Citroën DS3... wird da gefahren, der ist ein bisschen stärker als dieser Fiesta, aber hat meines Wissens auch bloß Frontantrieb. Aber ich will euch ja alles zeigen, deshalb werden wir das auch fahren. Wir werden zwar Angebote für die WRC 2 haben, aber ja, wie gesagt, ich zeige euch das ganze Spiel. Deshalb auch eine WRC3-Saison. Und dann kriegen wir so auch schneller die WRC-Klasse frei. Weil die WRC-Klasse werde ich mit Hyundai fahren. Bevor wir kein Angebot von Hyundai haben, werden wir keine große WRC-Saison fahren. Aua, aua, aua. Da haben wir uns alles zerkloppt. Boah. Da haben wir es immer auch noch eingeschlagen. Auf Schotter. Genau. Also ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber ich nehme hier ein paar Folgen am Stück auf. Deshalb die WRC 3 wird auf jeden Fall vor der WRC 2 kommen. Das war eine Klasse. Komm, zieh! Ja, also zu meiner Einstellung, ich will euch das zeigen. Aua, aua, aua. So, zieh! Komm schon, ein kleiner Fiesta. Gut, haben wir auch hier wieder ordentlich Zeitguck gemacht.
können wir mal gucken, wie der Schwierigkeitsgrad ist. Also, ich dachte, wir hätten ihn angepasst letztes Mal. Weil in der Rallye Deutschland kamen wir ja gut, nicht so ordentlich mit. Also, wir können eigentlich alles reparieren. Schauen wir kurz. Optionen. Spieloptionen. Gegnerlevel 7. Wollen wir nochmal eins höher? Ja, komm. Stufe 8. Wenn es nicht passt, dann stellen wir es wieder runter. Weiter geht's. Zwei Stages sollte ich noch in den Part reinkriegen. Haben jetzt 10 Minuten. Und ja. Fahren auf Schotter. Ah, da vorne kommt direkt Schotter. Go. Danke. Wow, da geht's ja runter. Hier in den scharfen Kurven haben sie dann auch Leitplanken hingestellt, wo man wunderschön reinfahren kann, weil der Frontantrieb sich in Scheiß für die Lenkbewegung interessiert. Maffe. Oh, Pöller, Pöller, Pöller. Da war ein Pöller. So ein kleiner, weißer. Oh, jetzt ziehen sie an. Leck. Leck. Nein, 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 nein. Manchmal wird das Auto unruhig, also ich fahre ja schon eine Weile auf Vollgas. Hallo! Ich wollte nur mal die Zuschauer begrüßen. Gaspedal mit dem Bremspedal verwechseln ist nicht so schön. Rechts 2, ich taufe um auf eine Rechts 3. Hier kommen wir mit einem Allradauto auf jeden Fall besser durch. Also ich weiß nicht, ob der WRC 3 Citroën ein Allradfahrzeug ist. Ich glaube aber, das war ein Fronttriebler. Ich werde es rausfinden. Ich werde auf jeden Fall heute noch ein paar Parts aufnehmen. Aber ich befürchte es, dass es ein Fronttriebler ist. Nicht an der Wand hängen bleiben. Oh, hier geht's wieder auf Asphalt. Das ist ja super. Können wir nochmal was rausfahren? Hier auf Asphalt sollte man doch dann den Ganganweisungen des Co-Mitfahrers Folge leisten, weil man sonst ganz schnell die Wand knutscht. Aber zum Beispiel so. Oh, sag mir das doch! Er hat scharfe Kurve 3 gesagt. Ich dachte nicht, dass die jetzt schon kommt. Ja, Frontantrieb lässt grüßen. Da haben wir vorne wieder ordentlich was eingedrückt. Nope. 2 Sekunden. 2,5 Sekunden haben wir Vorsprung, das ist ja super. Jetzt müssen wir den Vorsprung nur noch behaupten können, ne? Das war kein knappes Ding. Ich habe 2 Sekunden Vorsprung. Das ist eine ganze Welt im Motorsport. Mein Mikro an? Ja. Sehr gut. Zumindest der Schock nach einer gewissen Aufnahmezeit. Scheiße, ist mein Mikro an? Ist mir auch schon passiert, dass ich es ausgelassen habe, weil ich mich irgendwie vorher mal gemutet habe. So,
Komm rum, komm rum, komm rum. Was gibt es Neues bei mir? Eigentlich nicht viel, wie immer. Ich habe mir gestern, für euch am Mittwoch... ihr solltet den Part hier am Freitag sehen. Für euch am Mittwoch habe ich mir ein neues Handy gekauft. Mein Vertrag war ausgelaufen und ich konnte mir ein neues kaufen. Und meine Wahl ist auf kein iPhone gefallen, für alle, die sich jetzt schon... Ja, nein, iPhone ist Schrottphone. Nee, ich habe mir ein Windows Phone gekauft, ein Nokia 1020. Wieso bitteschön ist jetzt mein Motorblock im Arsch? Nur weil ich so ein paar Holzpfeilchen umgeballert habe. Nee, meine Wahl ist gefallen auf ein Nokia Lumia 1020. Aus dem einfachen Grund, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach super. Ich bezahle im Monat 69 Franken für meinen Vertrag. Flatrate. Ja, in der Schweiz ist es ein bisschen teurer als in Deutschland. Und habe dann das Lumia für 139 Franken bekommen. Für ein super tolles Handy eigentlich nicht viel. Für ein iPhone beispielsweise hätte ich noch knapp 400 Franken hinblättern müssen. Und das Nokia kann etwa dreimal so viel. Das Nokia hat eine 42 Megapixel Kamera. Das ist eine echt Bombenkamera. Ja, Nico, ich weiß, deine Profikamera von Nikon ist besser. Aber für ein Smartphone ist es super und es ist wirklich auch im Vergleich zu Digicams ist es sehr gut. Ich habe es mal getestet, das ist, macht wirklich super scharfe Fotos. Ja. Und was halt auch noch geil ist, Nokia bietet ein Navigationssystem an, wofür man keinen Cent oder für uns keinen Rappen bezahlen muss. Und du kannst dir da die Karten runterladen, die du gerade willst. Also zum Beispiel, wenn du jetzt nach Amerika fährst, kannst du dir die amerikanische Karte runterladen. Oder ich, wenn ich jetzt nächstes Jahr nach Deutschland, nach Köln fahre, an die Gamescom, dann kann ich mir die deutsche Karte runterladen. Und dann sagt mir, ja, du musst da durchfahren oder da durch und da hat Stau und alles. Funktioniert eigentlich ganz gut. Aber bei Stau, weiß ich gar nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Aber ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut. Und es ist kostenlos, also findet man... Klar, also, was ich noch sagen muss, ne? iPhone hat ja, und Android-Phones haben ja das Google Maps. Sage ich auch nichts zu, aber das Navi von Nokia braucht keine Internetverbindung. Weil das Teure ist ja, wenn man im Ausland ist und das Roaming angeschaltet hat, es kostet eine ganze Menge Stange Geld. Und bei Nokia... Runterladen die Karte und gut ist, brauchst keine Internetverbindung, gar nicht. So, wir haben den Vorsprung insgesamt auf 12,4 Sekunden verbessert. Das ist ordentlich. Und wir sind im Servicepark. Ja. Knüppel bleibt immer wieder hängen. Ich geb dir gleich mit dem Knüppel. So, Motor reparieren und Karosserie reparieren. Ja, bitte, das ist alles. Danke. Gut, ja, dann würde ich sagen, war es von diesem Part von Let's Play WRC4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und einen Kommi. Und ja, konstruktive Kritik ist immer angebracht, immer willkommen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Euer Manuel, haut rein. Tschüssikowski.